weil einige von euch gefragt haben, was meine Settings sind und wie ich so spiele, meine DPI und so weiter und so fort. Und ich habe nicht immer Bock, jedem das einzeln zu erklären. Habe ich jetzt einfach mal mich dazu entschlossen, ein Video zu machen über meine Einstellungen, wie ich immer so spiele. Wichtig, also ich habe erstmal neue Einstellungen. Seht ihr auch vielleicht, ich spiele kein ASP-Trails mehr bei Reshade. Ich benutze hier Technicolor. Einfach die Standard so, damit meine Farben ein bisschen intensiver sind. AMD, keine Ahnung, braucht man nicht. Ich hab's einfach drin. Und so doppeltes XR, damit das so ein bisschen intensiver wirkt. Falls, wenn ihr den Unterschied erkennen könnt. Mein XR ist so ein Rainbow Crosshair. Also wenn ich ziele, ist es schwarz. Wenn ich auf dem Gegner bin, dann leuchtet es halt in der Farbe, egal was. Ja, davor, in meinen anderen, also in meinen alten Videos, habe ich hier noch ASP gespielt, 1, so. Genau, auf 415. Das Game Engine Bonus natürlich mal ausmachen, ne? Wichtig. Ja, das waren Ingame-Einstellungen. Hier erweiterte Grafik, Fullscreen Exclusive, 1440x1080. Wichtig auf jeden Fall Bildformat auf automatisch machen, damit sich der Bildschirm anpasst. Und bei Bildwiederholrate macht er einfach das Höchste, also was euer Monitor natürlich halt kann. Und bei der normalen Grafik hier auch 1440, alles natürlich aus. Hier ein bisschen runter gemacht, das juckt mir meinen Grafikspeicher nicht. Hier Texture Pack ein bisschen hoch gemacht, wenn ihr könnt, einfach hoch machen, wenn es euren PC nicht juckt. Ansonsten, wenn ihr nicht so ein starken PC habt wie ich, einfach ein bisschen runter machen, geht schon. Ja, ansonsten habe ich hier Raw Input natürlich, hier aus, lasst einfach alles gleich, so wie hier. So, dann kommen wir auch schon zu den normalen Einstellungen von mir. Und zwar mit der Rechtsklick, entweder Systemsteuerung. Da wartet ihr kurz und dann bei euch steht das hier nicht. Jetzt scrollt ihr ein bisschen runter, dann geht ihr hier auf Anpassen. Und dann drückt ihr hier unten auf Benutzerspezifische Auflösung erstellen. Bei mir ist es jetzt hier oben natürlich schon drin. Guckt, seht ihr hier auch. Genau, dann wählt ihr hier 1440 links und da rechts 1080. Dann gebt ihr die Herzanzahl ein, die euer Monitor kann. Dann geht ihr auf Testen. Dann wechselt es kurz, dann drückt auf Ja, also auf Speichern natürlich. Dann führt es sich zurück hier in dieses Menü rein. Dann muss ich wieder auf Anpassen drücken und den Haken reinsetzen bei der Auflösung dann natürlich. Und dann auf Übernehmen drücken. Dann drückst du drauf und dann auf Übernehmen. Und dann, genau. Das war's dann auch eigentlich schon. So spiele ich gerade. No Bush Pack auch noch drin. Natürlich für mehr FPS. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche komischen Drops. Und ja. Das war's auch eigentlich schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.